5.3.2023. Der FIVO ist in Konzen beim Bägenbach Trail. Ja, hier im Stadt gibt es eine kleine Änderung. Früher ging es hier runter und dann auf die andere Seite. Mittlerweile startet man in die andere Richtung und läuft über die Straße hier oben in den Trail rein. Das ist neu. Die Ruhe vor dem Zieleinsturm hier. Also vom Start hier raus. Und dann dort in den Weg rein. Das ist die Änderung hier oben. Günstig, Jass ist das. Ja, da sind wir früher hochgekommen. Das ist wohl nicht mehr genehmigt worden. Ja, der Pfad drüben jetzt nicht mehr im Wegenetz enthalten ist, ist das hier immer noch und auch markierter Wanderweg. Ja, was für mich jetzt locker bergab geht, ist für euch nachher ein beschissen anstrengender Anstieg. Ich kenne das aus Erfahrung. Das fühlt sich andersrum ganz anders an. Bägenbacher Mühle, nagelneues Geländer. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Jedenfalls ist es neu. Aber es verlängert für die Wanderer den Weg auf der anderen Seite. Beziehungsweise, wer da von oben runter wandert, der kann dann da über den Steg rüber. So, schon. Und es sieht auch so aus, als ob die Laufstrecke jetzt dort weitergeht, statt die Rampe hier rauf zu kommen. Oder? Irre, täuscht das. Das sieht danach aus, sonst wäre er nicht so abgeflattert. Noch eine Änderung. Das Zickzack zum Kreuz ist nicht mehr in der Strecke. Und hier am Kreuz geht es diesmal hier unten, nicht dort, wo wir sonst waren, sondern den hier. Noch ein paar Änderungen mehr. Gut, dass ich noch ein bisschen Zeit habe zu erkunden. Da geht es wieder wie gewohnt, aber erst nachher. Hier kommen wir. Kommen wir da nicht nachher rauf? Oder kommen wir auch hier runter? Jedenfalls geht es jetzt hier rauf. Also die Höhenmeter bleiben nicht ganz erspart. Jetzt kommen wir auf bekanntes Terrain. Früher ging es also am Kreuz rauf und oben rum, wieder zum anderen Kreuz und dann hier runter. Jetzt geht's geradeaus zu dem Kreuz und dann Schlenker hier unten rum. Gut, ich kürze jetzt ab. Da unten kann man ihn schwach erkennen, den Weg unterhalb des Felsens. Den sind wir früher raufgekommen. Jetzt kommen wir tatsächlich hier rauf. Das ist eine schöne steile Rampe hier. Da kriegt er Spaß. Nagelneue Brücke. Statt links herum geht es jetzt rechts herum. Jetzt müsst ihr tapfer sein. Also ich würde da nicht drüber laufen, da wäre mir zu gefährlich. Geht lieber durch die Furt.
Eine glitschige Holzplanke mit Stolperbälkchen drauf. Perfide ist das, finde ich. Nicht zu sehr auf den Boden gucken, hier gibt es auch sonst noch was zu sehen. Alte Keller hier zum Beispiel. Wenn ich die Szene zuerst aufgenommen habe, obwohl die jetzt auf dem Rückweg liegt, kommt das daher, dass ich unten falsch eingebogen bin. Anstatt mich nach dem Plan zu halten, bin ich den Hütchen in eine falsche Richtung gefolgt. Und hier liegt noch Eis. Direkt hier am Anstieg. Wunderbar. Kann das der geplante Weg gewesen sein, der jetzt aus dem Wegenetz raus ist? Ja. Und da kommen wir dann. An der Stelle glaube ich noch nicht, aber oben kommen wir dann auf die Strecke des Monjo-Marathons. Nee, entweder täusche ich mich oder wir sind noch nicht da. Also glaubt nicht immer alles, was ich sage. Breiter Weg, schön bergab, aber Eis. Oh, wei, wei. Passt mir bloß auf, dass ihr hier nicht zu viel Schwung nehmt. Die Warnschilder sind nicht ohne Grund da. Aber ist halt um die Jahreszeit, kann es hier immer noch Ecken geben, die vereist sind. Da muss man drauf achten. Kann natürlich auch sein, dass das genau der Weg ist, der auf dem Plan eingezeichnet war. Nur, dass ich mal wieder Distanzen und Winkel durcheinander gebracht habe. Ja, nachdem ich nochmal gründlicher in der Erinnerung nachgekramt habe, stelle ich fest, dass das ist, was auch auf dem Plan eingezeichnet war. Da hat mich mein Orientierunsinn zwischenzeitlich etwas verwirrt. Boah, schöne Ecke hier unten. Das ist die Stelle, von der ich vorhin sprach. Hier geht's hoch. Auf die der Monjo-Marathon kommt darüber. Der Trail geht darüber. Und dann ist das der Pfad, der anscheinend aus dem Wegenetz rausgefallen ist. Und jetzt habe ich das Dilemma. Gehe ich noch weiter rauf oder postiere ich mich jetzt da in der Ruhr? Denn die Läufer sind jetzt unterwegs. Langsam muss ich mich entscheiden. Ein Stück weiter wäre noch eine schöne Steigung, wo ich so richtig gequälte Gesichter filmen kann. Aber das Trampelfahrtstück hier an der Ruhr, das gefiel mir sehr gut als Motiv. Ich glaube, ich disponiere um und gebe euch die Chance, mit lächelndem Gesicht an der Kamera vorbeizulaufen, auf ebenem Grund. Falls ihr nicht zu sehr auf den Untergrund achten müsst, um die Kamera zu bemerken. Ist er ja schon. Super. Prima. Helge, super. Prima. Super. Prima. Ja, Dusa, klasse. Hi. Prima. Super.
Prima. Prima. Super. Prima. Klasse. Super. Ja, fiese Ecke, ne? Prima. Super. Prima. Klasse. Super. Super. Hi. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Klasse. Ja, Ole, super. Das ist eine schöne Ecke, ne? Ja. Nicht in die Kamera gucken, kann gefährlich werden. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Super. Prima. Prima. Klasse. Ich sage nur, dass jemand da runterfällt. Ja, ne? Damit das gefilmt wird. Deshalb stehe ich hier. Damit, wenn einer fällt, der auf der Kamera ist. Super. Prima.
Prima. Super. Prima. Prima. Christine, super. Hallo. Stefan. Hey. Da kommt der Eifel Cup, ne? Prima. Los. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Super. Prima. Prima. Beste Position. Ja, wie immer, ne? Genau. Prima. 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 Moin. Ja. Prima. Der Hilfe, wirklich. Ja. Prima. Super. Super. Ah, da ist der Profi. Der macht die schönen Fotos. Prima. Daisy und Björn, wunderbar. Hallo. Super. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Wenn du Fotos machst, muss ja laufen. Muss nicht. Jeder wie er will und wie er kann. Viel Spaß noch. Danke. Super. Prima. 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 Hey. Super. Die lange Strecke, da kommen die Zehner. Und da geht's rauf. Super.
Ilona, super. Prima. Super. Prima. Super. Super. Prima. Super. Prima, Claudia. Die haben die Schilder geklaut, dann sind das die Schlussläufer. Ja, ein paar sind mutig und gehen über den Steg. Die Furt ist wesentlich sicherer. Ach du liebe Zeit. Werden sie auch nicht mehr. Das ist schön steil. Macht Laune, ne? Prima. Super. 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 Ah ja, ohnehin glitschig und dann noch Eis. Das ist schön. Bester Zustand. Super. Thank you.
Prima. Super. Super. Prima. Da sind wir wieder. Naja, wie ich das auf dem Hinweg schon gedeutet hatte, es geht nicht hier schon rüber. Wir bleiben noch ein bisschen länger hier unten auf dem wunderschönen Trampelfall. Oh. Wunderbar. Das ist ein schönes Stück. Okay, die spektakuläre Rampe fällt zwar weg. Dafür haben wir eine ziemliche Verlängerung des Trampelpfades. Ich würde sagen, das ist eine Verbesserung. Prima. Super. Prima. Prima. Super. Klasse. Prima. Super. Prima. Super. Da sind wir wieder an dem auf dem Hinweg so leichten, lockeren Bergab. Jetzt sieht das anders aus. Prima. Zwei Kameras gleichzeitig guckt, hat man Motiv nicht verfehlt, dann fliegt man schon mal auf die Schnauze. Man will ja auch den Läufer nicht im Weg stehen und geht dann auf die Böschung. Ne? Ah, da war zu lachen. Super. Prima. Prima. Super. Klasse. Prima.
Danke. Prima. Da sind wir wieder. Ja, so muss das. Super. Prima. Super. Prima. Prima. Super. Prima. 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 Ups. Prima. Super. Klasse. Prima. 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 Prima.